Herzlich willkommen zurück zu Unturned. Und ich muss ganz kurz noch in Steam gehen, um mich auf Offline zu stellen, weil sonst werde ich immer angeschrieben. Dann machst du immer... Oder wie halt Steam macht, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, okay. Jetzt harvesten erst wir mal. Ja, wir harvesten jetzt erstmal. Genau. Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwoher eine Axt bekommen. Denn ich hätte echt gerne... Warte mal, wir machen erstmal hier den Seed. Und den Seed pflanzen wir einfach direkt wieder hier an. Wobei, okay. Warte mal, wir essen jetzt auch erstmal was hier. Ich würde nämlich gerne mir eine kleines, Lager irgendwo bauen in der Nähe von einem Dorf, was etwas zentraler liegt, was nicht hier liegt. Ich pflanze es hier trotzdem nochmal an, für den Fall, dass wir wieder hierher kommen. Was liegt denn hier überhaupt rum? Sind das Eier? Oh, leckere Eier! Fein. Oh, das war lecker. Das war echt gut, Leute. Okay. Was haben wir hier? Korn. Also Mais. Das ist halt so ein Ding, ne? Wir können das hier... komm, essen wir erstmal das noch. So, ich mach mich mal hier voll mit Essen. Das nehmen wir mal... Missing Space, really? Korn. Wir pflanzen es einfach nochmal an. Ich möchte eigentlich, dass hier mehr rauskommt. So, warte. Ja, komm, den... Nee, daraus machen wir auch Seeds. Wir lassen jetzt einfach den Rest noch hier stehen. So, ich möchte nämlich in der heutigen Folge, möchte ich gerne, warte mal, die Sportshot, ist es die hier? Nee, die Shotfield, Sportshot, irgendeiner, welche war das, welche soll ich wegwerfen? Irgendeiner hat gesagt, ich soll die hier wegwerfen, glaube ich, war's. Warte mal, die hat 5 Schuss, die hier hat 2 Schuss. Nee, ich behalte beide und der hier ist besser als ein Bogen. Gut, deswegen machen wir jetzt den Bogen dann hier auch weg. Repair Strip. So, zack. Den Bogen werfen wir jetzt nämlich einfach mal weg. Den Rest lassen wir jetzt hier stehen. Und ich würde jetzt eiskalt sagen, Leute. Wir begeben uns auf den Weg. Habe ich denn eine Chainsaw? Habe ich. Ich habe genug Gas dabei. Was brauche ich denn überhaupt? Ich will da nichts wegwerfen, um ehrlich zu sein, Leute. Wir müssen jetzt... Also das Ziel wird jetzt sein, eine Feuerwehrwache zu finden, um dort... Oh, da, guck mal, da ist noch ein Rucksack, aber ein zweiter Rucksack bringt uns nichts. Also eine Feuerwehrwache zu finden, ne, um dort eine Axt zu bekommen, damit wir aus der Axt oder mit der Axt eben Dinge fällen können, also Bäume, und daraus dann Kisten und so weiter machen können. So, ich steige jetzt hier ein, so... Mal das Licht an und wir düsen jetzt nämlich Richtung dieses Bergdorf, dort wo wir in der zweiten Folge verreckt sind. Es ist ein richtiges Stückchen, aber dort muss in der Nähe auf jeden Fall eine Feuerwehrwache sein und die will ich mir auf jeden Fall gönnen, denn so eine Axt ist bitter nötig. Wobei, halt mal, ich trottel, wir haben doch diese Chainsaw. Das ist eine richtig gute Idee, Leute. Also, dann bewegen wir uns lieber jetzt erstmal ein bisschen Richtung Stadt. Ich suche mir da mal so einen kleinen Spot aus. Also, ich bewege mich jetzt erstmal von hier weg. Ich weiß, ich habe da unser ganzes Essen stehen und so. Das können wir nach und nach holen. Aber, jetzt gilt es erstmal, einen Punkt zu finden, wo wir ein gutes Lager aufbauen können. Und dieser Punkt, habe ich mich jetzt verfahren oder so? Verdammt. Leute, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verfahren. Oder? Nee, da ist der Bauernhof. Oh ja, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verfahren. Kommt vor. Da ist jetzt erstmal der Bauernhof und wir müssen über diese Brücke. So, ich habe ja die Karte auf meinem dritten Monitor, habe ich offen. Von daher, gut, die Zombies hier können uns gerne hinterherlaufen. Wir müssen jetzt ein bisschen weiterfahren als in der letzten Folge mit dieser Autowerkstatt. So, und es ist schön hier entlang und ja, let's go. Also zum Glück haben wir hier unseren Traktor, wir brauchen einen Namen für den Traktor. Ich weiß ja nicht, aber ich bin dafür, dass der Traktor einfach Hector heißt, keine Ahnung.
Das passt einfach. Traktor, Hector, you know. Nein, Spaß. Könnt ihr mal irgendwelche Ideen in die Kommentare schreiben. So, wir umfahren hier die Zombies einfach ganz chillig. Oh gut, sie haben mich trotzdem getriggert. Dieses Auto da, das brauchen wir irgendwann noch. Ich sag's euch. So, und jetzt düsen wir schön fleißig hier entlang. So, kann man eigentlich hier auch sprinten mit dem Auto? Nee, leider nicht. Okay, müssen wir uns mit 40 km/h fortbewegen, aber ist alles kein Problem. Wir haben ja noch Benzin auf jeden Fall mit dabei. Und ja, jetzt sollte es nicht mehr allzu weit sein, bis zu dem Punkt, wo ich hin möchte. Also wir gehen nicht ganz ins Dorf. Ich muss erst gucken, wo da die Feuerwehrwache ist. Ansonsten müssen wir etwas weiter in dieses andere, größere Dorf. Nee, es zählt schon als Stadt. Und es könnte natürlich, Leute, es könnte natürlich wieder böse enden, ne? Und das möchte ich natürlich nicht. Deswegen sind wir auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig. Also wir brauchen eine... Nein, ich brauche keine Axt, habe ich doch festgestellt. Ich Trottel, warum laber ich immer noch davon? Wir brauchen noch keine Axt. So, wir brauchen einen Platz für ein Lager. Und ich finde, das sollte ziemlich zentral sein, so ein bisschen. Also in der Nähe von dieser einen größeren Stadt. Und dann könnten wir ja Ausflüge eben unternehmen, wenn man bessere Autos hat. In andere Gegenden. Weil wir haben hier auf jeden Fall einiges zu entdecken auf dieser Map. Und ja, jetzt müssten wir dann... Ja, da ist das Dorf. So. Mach mal das Licht aus. Da ist ein Bahnübergang. Und jo. Das ist das Dorf. Hier waren wir in der ersten Folge. So, jetzt langsam. Aussteigen jetzt erstmal. So. Okay. Das ist Botanist. Okay. Jetzt checken wir hier erstmal so ein bisschen die Lage. Finden vielleicht hier nebenbei noch was zu essen. Erlegen wir diese Zombies hier mal. So, und zack. Und nachladen, bitte. Okay, der ist down. Nice. Eine Taschenlampe. Ha, brauche ich jetzt nicht eigentlich. Ist der Pfeil weg? Ah, ne, da ist er. Nachladen direkt. Und da liegt noch ein Pfeil. Oh, ups. Ja, zack. Und eine Taschenlampe habe ich so oder so. Der Meinung war ich bis jetzt. Okay. Dann haben wir jetzt eine Taschenlampe. So. Genau, dort hinten befindet sich ein Zombie hier drin. Gibt es lediglich nur Seeds. Aber das hat ja nichts Schlechtes zu heißen. Ich meine, wir können ja hier einiges mitnehmen. Ach, guck mal. Also Leute, also da kriegen wir auf jeden Fall Essen zusammen. So. Das ist Dünger, aber den nehme ich jetzt nicht mit. Der nimmt mir zu viel Platz weg. Das heißt, wir suchen jetzt einfach mal einen Spot, wo wir das Ganze dann wieder anpflanzen können, Leute. So, wir haben dort hinten noch einen Zombie. Ich weiß jetzt nicht, was genau da drin sein wird. Wir checken mal die Lage. Das da hinten ist ein Café. Okay. Was wäre denn, wenn wir... also ich bin jetzt hier in dem Dorf. Und da hinten, ne? In diese Richtung. Also hier geht es zu einem Bahnhof und hier geht es die Straße weiter. Wenn wir diese Straße noch über die Brücke gehen und dann, ja, ich zeig's euch einfach mal. Ich gehe jetzt einfach mal fix, wieder in meinen Traktor. So, so, zack. Und dann gehen wir in diese Richtung hier. So, So, genau, perfekt. Dann gehen wir in diese Richtung und, fahren noch über die Brücke. Also da kommt jetzt gleich eine Brücke und dann auf der rechten Seite, nee, linken Seite, im Grün so ein bisschen. Ich guck mal, also hier über die Brücke. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in diesem See hier vielleicht sogar unser Wasser auffüllen können. Das wäre natürlich sehr schön. Dann hätten wir hier auf jeden Fall ein schönes Plätzchen. Also ich werde jetzt einfach mal hingehen. Und hier oben auf dem Berg, habe ich mir gedacht. Da hinten so ein bisschen an der Straße entlang. So. Also hier so, oder, ja. Hier an dieser Stelle. Weil wenn wir jetzt, Moment, steig mal aus. Wenn wir jetzt diese Straße hier entlang gehen, kommen wir
in die Stadt. Und hier kommen wir in das kleine Dorf. Deswegen bin ich jetzt einfach mal dafür, Leute, dass wir das hier am Straßenrand machen. Ich meine, wir befinden uns jetzt hier nicht auf irgendeinem Server, wo wir Angst haben müssen, sondern wir spielen ja im Singleplayer, wo wir einfach aufpassen müssen, dass wir überleben, dass wir nicht sterben und ja. So, deswegen pflanze ich mal hier ein paar Seeds eben an. So, haben wir noch irgendwo welche? Ja, da, equip. So, und da unten noch. So, und hier noch, so, genau, sehr schön, okay. Jetzt packen wir mal hier die Chainsaw aus. Equip, und jetzt gehen wir mal hin und hoffen, dass es funktioniert. Ja, der Baum fällt, Leute. Und hier sind schon die ersten Logs und Sticks, das ist sehr gut. Ich weiß jetzt die Crafting-Rezepte nicht mehr auswendig, aber ich werde jetzt einfach mal ganz frech hingehen und das hier auf jeden Fall hier droppen. So, und die Taschenlampe, nee, warte mal, die Flares machen wir mal hier hin. Das machen wir mal hier hin. Ich sortiere mal ganz kurz das Inventar so ein bisschen, damit ein bisschen Platz noch hier ist. Um vielleicht was zu craften, wenn nicht, müssen wir einfach fix was wegwerfen, aber das ist ja an sich kein Problem. So, okay, wir sammeln jetzt mal die Logs hier auf. So, Sticks, was liegt hier noch rum? Und die brauchen wir nicht. So, jetzt müssen wir zum Crafting übergehen, denn ich hätte einfach echt gern, das hier ist was genau, ich hätte echt gern eine Crate. Ich muss eine Crate machen. Steht hier irgendwo nochmal was? Large Pine Plate. Eine Crate, verdammt nochmal, wie macht man eine Crate? Wir könnten hier den Anfang für eine Garage bauen. Brauchen wir das wirklich? Ich muss dann einfach ganz kurz, weißt du, wenn wir eine Kiste haben, können wir da schon mal eine Menge mitmachen. So, unturned Crate. So, ich guck mal ganz kurz, wie man eine Crate macht. Und zwar brauche ich dafür einfach eine Chest. Warte mal. Pine Crate. Und was brauche ich dazu? 7 Pine Planks plus Pine Sticks. Okay. Pine Planks. Wie mache ich die Planks? Pine Blade. Sandbag. Pine Spikes. Okay. Steht jetzt nicht mit dabei. Da bräuchte ich eben die Säge. Aber ich habe keine Säge, okay, das ist ein bisschen dumm, Leute, aber dann machen wir doch ganz am Anfang jetzt einfach eiskalt. Was ist das hier nochmal? Das hier ist fürs Haus, ne? Eine Wall. Wir könnten eiskalt eine Wall bauen. Was ist ein Hole? Ein Floor, den könnten wir bauen. Oh, den habe ich jetzt aus Versehen gemacht. Wo ist er denn? Hier, Equip. So, da können wir direkt einfach hier einen Boden bauen. So, genau, hier können wir jetzt anfangen, ein Haus zu bauen. Nebendran dann vielleicht noch eine Garage, ne? Und ich denke, das könnte hier schön werden, ne? Wenn wir das hinkriegen. Also ich nehme erst jetzt Pine Woods. Wir nehmen nochmal die Chainsaw. Wo ist die denn? Chainsaw hier, ja, mit der 2. So, erstmal hingehen. So, perfekt. So, hier haben wir die Logs und die Sticks. So, sonst noch irgendwo ein Log? Ne, leider nicht. Craft. Hier könnten wir einen Post machen, ein Pillar. Ich habe vom Hausbau im Moment gar keinen Plan. Wir brauchen einfach diese Planks. Was ist Post? Ein Pfosten, ne? Das hier ist fürs Ding. Ich glaube, das hier ist eben so ein Pilar, so eine Säule, wo wir brauchen, um eben die ersten 4 Wände zu bauen. So, okay, wo ist es denn? Hier, da, so, equip, so, dahin. Ich muss ja ans Eck, ne? Geht ja nur hier. So, genau, dann hätten wir das nämlich schon mal. Dann können wir hier einfach ein klitzekleines Häuschen. Wir könnten noch einen weiteren Boden dran machen und so weiter. Also da habe ich schon Bock drauf, Leute. Und ich würde eiskalt sagen, also wir lassen das jetzt hier erstmal so
stehen. Ich organisiere in der nächsten Folge auf jeden Fall eine Säge. Und wenn ich die Säge habe, dann können wir natürlich auch eine Kiste machen. Und wenn wir eine Kiste haben, können wir endlich Zeug lagern. Ansonsten ist es ja relativ schwierig. Ich muss mal gucken, dort komme ich gut runter. Dann gehen wir ganz kurz gucken, ob wir hier vielleicht unser Trinken auffüllen können, weil das wäre auch eine enorme Erleichterung, wenn wir das hier schaffen würden. Ja, da kommt man gut. Oh ne, hier ist ein scheiß Platz, um ins Wasser zu gehen. Ah, nicht so geil. So, guck mal da hinten. Okay, den Baum hier könnte man noch fällen. So, ich will jetzt wieder hingehen, weil einige haben geschrieben, das ist Meerwasser, das geht nicht. Vielleicht geht es hier eben. So, Equip. So. Jetzt, was Salty Water? Verdammt. Ist es jetzt voll oder nicht? Oh nee, jetzt habe ich es aus Versehen getrunken. Jetzt habe ich mehr Durst, oder? Hä? Hat mich das Salz hochgeheilt? Warte mal, muss was gucken. Nein, fuck! Das Salz tut mir gar nicht gut. Okay, ich hab, na geil, ne? Okay, Leute, dann müssen wir uns auf jeden Fall um Medikamente dann kümmern, weil ihr seht ja gerade die Radiation. Die pimmelt da unten gerade so ein bisschen rum. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss, euer Basti zockt.